kommt bei 19 Stück. Immer noch ein bisschen mehr gestört oder nichts. Zerquetscht dieses Glühwürmchen, solange es noch leuchtet. Kann das jetzt machen, also. Sieh nur, wie er läuft.
Ah ja. Jawohl, geschafft. So geht's. Oh ja, sie sind so dumm. Was ist passiert? Habt ihr ihn erwischt? Endlich haben wir ihn erwischt, Bowles. Das bedeutet, Ripburger wird uns jetzt zu Direktoren machen müssen, wie er es versprochen hat. Und außerdem muss er jedem von uns 10.000 Aktien geben. Seltsamer Geruch. Ja. Was ist das, die Temperaturanzeige? Ja. Nun, andererseits habe ich gerade 20.000 Aktien zusätzlich bekommen. Zeit für die Aktionärsversammlung. Wo ist die Hardtail? Auf dem Boden verteilt, Mr. Recher. Was? Wo ist die tiefsentimentale Verbundenheit zum alten Motorrad deines Vaters geblieben? Ben, es ist nur ein Motorrad. In einer halben Stunde habe ich das wieder zusammengesetzt. Natürlich vorausgesetzt, ich finde diesen Schlüssel. Von was für einem Schlüssel redest du? Der Schlüssel zum Safe von meinem Dad. Ich erinnere mich, dass er ihn irgendwo an seinem Motorrad versteckt hielt. Aber ich habe überall nachgeschaut und kann nichts finden, das auch nur so aussieht wie ein Schlüssel. Was ist so Wichtiges in dem Safe? Das Testament meines Dads. Oh. Ich hoffe, dass er endlich die Wahrheit über mich erzählt. Warum hat er dich all die Jahre immer geheim gehalten? Er wollte nicht, dass die Leute das mit meiner Mom rauskriegen. Was ist so schlimm mit Mrs. Corley? Sie war nicht meine Mom. Ah. Aber wie kommen wir in die Fabrik rein? Hinter der Fabrik ist ein geheimer Eingang, der direkt in Dads Büro führt. Er hat mich immer heimlich reingeschmuggelt, damit ich ihm bei den Motorradentwürfen helfen konnte. Als er zu alt wurde, um die ganze Arbeit selber zu machen? Nein, da war ich erst 6. Okay. Wie finde ich den geheimen Durchgang? Nun ja, es ist ein bisschen knifflig. Du musst warten, bis alle Messgeräte auf Null stehen. Dann trittst du an der richtigen Stelle gegen die Wand und du bist drin. Wie finde ich die richtige Stelle zum Treten? Dad wusste genau, wohin man treten muss. Aber ich erinnere mich an diesen großen Riss in der Wand. Und wenn ich mich so gestellt habe, dass ich diesen Riss auf Augenhöhe hatte und dann direkt vor mir gegen die Wand getreten habe, dann ging diese verrückte Tür auf. Okay. Wie war der Flug? Naja, irgendwas ist explodiert, als es losging und ich bin in einem Minenfeld gelandet. Aber abgesehen davon lief alles prima. Mir geht es übrigens gut. Danke der Nachfrage. Aha, großartig. Jetzt hilf mir, den Schlüssel zu suchen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, ist gut. Da ist aber viel zum Aufmachen. Wo sollten wir jetzt wissen, welches der richtige ist?
Gut, haben wir jetzt hier. Verschiedene Schlüssel. Okay. Hier, nimm die Fotos. Ich will sie nicht. Zeig sie jemand Wichtigen, wenn du Gelegenheit dazu hast. Ach, da ist. Da konnte man noch hin reingehen, das ist hinter der Firma. Und da ist der Geheimeingang. Die ist versiegelt. Tja, das muss Mooswand sein. Ich sehe nichts Besonderes, außer diesem Riss, den sie erwähnt hat. Ah! So! Erst da gucken, dann den Riss. Ziemlich einfach, keine Schubladen. Das ist Kunst. Seht euch an, wie das Stadion brennt. Das wird ein Loch in die Pensionskasse reißen. Halt! Das Kartenleser. Wo geht's hier hin? Sieht aus, als hätte die Versammlung begonnen. War nicht nur ein inspirierender Arbeitgeber, sondern auch ein großartiger Freund. Sein Verlust trifft uns alle schwer. Malcolm und ich sprachen oft über die Zukunft. Wir sprachen über den Tag, an dem Corley Motors jenseits seiner bescheidenen Anfänge den Schritt in ein neues Zeitalter der Fahrzeugtechnik machen würde. Und obwohl ihn sein tragischer Tod schneller von uns nahm, als irgendjemand erwarten konnte, Malcolm Corleys Traum bleibt lebendig. Und in seinem Gedenken werde ich diesen Traum weiterführen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen die Zukunft Corley Motors zu präsentieren. Den Corley Klein. Corley hatte recht. Allerdings hatte ich niemals davon geträumt, es würde tatsächlich zu Kleinbussen kommen. Hey, wer sind Sie? Wie lange bist du schon hier? Oh, Sicherheitsdienst! Oh oh! Hilfe! Sicherheitsdienst! Warum hast du so lange gebraucht? Er ist da, den Gang runter. Beweg dich! Mavis sieht schon Gespenster. Da ist der Safe, dann gucken wir erstmal da rein. Ist sechsstellig. Die sechsstellige Zahl war 1, 5, 4, 9, 2. Da
ist eine Art Karte drin. Und ein Tonband. Ich hoffe, das ist Corleys Testament. So, Karte ist wahrscheinlich das da. Cool. Okay. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist eigentlich da oben los? Ich bin dabei. Muss nur die Birne und den Motor neu justieren. Hier. Ja. Wie ich schon sagte. Ich hasse dieses alte Zeug. Ah. Dagegen braucht mein Hüfthalter ja weniger Justierung. Kann ich da jetzt wieder reingehen? Ja. Wir nehmen einfach das. Ich glaube nicht, dass man damit Tonbänder abspielen kann. Kann ich dann irgendwas hier mitmachen? Die verdienen mehr Beachtung. Die verdienen mehr Beachtung. Das ist nicht zu tolerieren. Ich bin dabei. Der Motor ist ausgegangen, das ist alles. Nur eine Minute. Ja. Wie ich schon sagte. Mann, dieser Ripburger kann schwafeln. Wie kommt der auf den ganzen Müll? Kann ich hier noch rein? Verschlossen. Bringt das was? Familienwerte, was Sie hier direkt vor sich sehen. Das sieht jetzt anders aus. Oh, perfekt. Das ist eine Katastrophe. Was Sie nicht sagen. Wir haben hier einen größeren Maschinenausfall. Warum erzählen Sie nicht einen Witz oder sowas? Ich kenne keine Witze. Wissen Sie, das erinnert mich an eine amüsante Anekdote. Über einen, Also ich habe keine Ideen mehr. Kann ich jetzt hier rein? Okay. Ah ja. Das nächste Dia zeigt unsere neue, aggressivere Unternehmensstrategie. Hallo zusammen.
Wenn Sie das hier hören, habe ich wohl schon den Löffel abgegeben. Naja, aber das Leben geht weiter und man muss Platz machen für neue Leute. Und genau darüber will ich hier sprechen. Ich habe für jemanden Platz gemacht, der meine Stelle bei Cordimotos einnehmen soll. Und es ist nicht dieser treulose Verbrecher, ich bin Ripper. Rip, Sie gehören nicht in den Vorstand meiner Firma, sondern ins Gefängnis. Oh. Ich habe mir von diesem Mann viel zu viel einreden lassen. Zum Beispiel meine Tochter zu verheimlichen. Er hatte Unrecht. Ich hatte Unrecht. Ich hätte zu ihr stehen müssen. Maureen, ich hoffe, dass du mir vergibst und Cordimotos übernimmst. Leite die Firma, wie du es für richtig hältst. Ja, vorrangig. In Ordnung, das reicht jetzt. Wie stellt man dieses verdammte Teil ab? Ich bedauere, dass Sie dieses Band hören mussten. Mit einer von Malcolms letzten Therapiesitzungen. Zum Ende hin litt er immer stärker an Halluzinationen. Der wurde von schlimmen Wahnvorstellungen heimgesucht. Und hier ist ein... Meine Damen und Herren, ich bin Maureen Cawley. Ich habe eine interessante Geschichte für Sie. Und wenn ich damit fertig bin, werden Sie sehen, wieso dieser Mann hier ins Gefängnis gehört. Und wer gesagt? Hey! Wo ist der? Oh, oh. Da läuft er. Und dann hat er mir seinen Kumpanen auf den Hals gehetzt. Hau nur ab, Rip Burger. Wenn es an der Zeit ist, dich zu suchen, müssen wir nur der Schleimspur folgen. Natürlich richten wir auch Kindertagesstätten ein. Sonst noch Fragen? Oh, wenn man von heute... Ist das nicht toll, Ben? Endlich stehen wir da, wo wir die ganze Zeit schon gehen sollten. So, wir besorgen uns jetzt ein Bike und danach holen wir meine Gang aus dem Gefängnis. Und dann sollten wir klären, warum meine Gang nicht aufgetaucht ist, um uns zu helfen. Und dann kaufst du dir ein paar Büroklamotten. Erinnere mich nicht daran. Beschwer dich nicht. Du wirst steinreich sein. Und wenn ich das bin, werde ich mich zurückziehen und ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Oh! Ist da, Frank? Lass mich nochmal versuchen. So, wir wissen. Sorgen uns jetzt ein Bike und danach.
Dann holen wir meine Gang aus dem Gefängnis. Das kann ich nicht abkürzen. Warum meine Gang nicht aufgetaucht ist, um uns zu helfen. Und dann kaufst du dir ein paar Büroklamotten. Erinnere mich nicht daran. Beschwer dich nicht. Du wirst steinreich sein. Und wenn ich das bin, werde ich mich zurückziehen und ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Okay. Ah, bestens. Autsch, genau. So, wir besorgen uns jetzt ein Bike und danach holen wir meine Gang aus dem Gefängnis. Und dann sollten wir klären, warum meine Gang nicht aufgetaucht ist, um uns zu helfen. Und dann kaufst du dir ein paar Büroklamotten. Erinnere mich nicht daran. Beschwer dich nicht. Du wirst steinreich sein. Und wenn ich das bin, werde ich mich zurückziehen und ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Das ist mal
ja alles schon mal klar. Ah ja. Ben, was hast du gemacht? Oh ja. Das sieht sehr wackelig aus. Ben, bist du am Leben? Ich schon, aber was ist mit Ripburger? Ich kann ihn sehen. Er rührt sich nicht. Kletter schnell zurück. Ah ja. Was dann wohl? Nun, das beantwortet die Frage. Da drüben ist nichts zum Festhalten. Alright. Nochmal versuchen. Okay. Ben, kletter schnell zurück. Nein, ich kann nicht zurück. Das war schon mal klar. Verteidigungsmenü, Maschinengewehre, Kontrolle, System aus.
Dann sind wir denn schon mal gut los. Scrooge. Da komme ich rein. Muss ich nur im nächsten Bild gucken, was ich da anders machen kann. Ah ja, stimmt. An das Bild kann ich mich noch von damals erinnern. Das Leben war ein Spiel für ihn. Und er spielte es mit seinen eigenen Regeln. Er war ein Rätsel für die meisten von uns. Und doch war er Inspiration für uns alle. Er gab uns Freiheit. Er gab uns Stärke. Er gab uns Flügel. Er gab uns Räder. Ich danke Malcolm Crowley, dass er uns einen Traum gab, der niemals sterben wird. Also dann. Also dann? Vielleicht können wir demnächst mal zusammen essen gehen. Ja, klar. Essen gehen klingt gut. Ben, es wird sich doch überhaupt nichts ändern, oder? Ich meine, nur weil ich jetzt die Firma leite und in einer Villa wohne und in Limousinen rumfahre. Ich meine, das alles bedeutet doch nicht, dass wir keine Zeit mehr zusammen verbringen können, oder? Moe, hör mal. Du spielst jetzt in einer anderen Liga. Du solltest dich nicht mehr mit solchen Typen wie mir abgeben. Aber Ben... Nur eine Sekunde. Ja, hallo? Was hat er? Nein, 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 das ist verrückt. Ist er durchgedreht? Verschieben Sie die Konferenz auf 5 und sagen Sie dem Vorarbeiter, dass ich gleich selber rüberkomme, um die Teile zu kontrollieren. Ich weiß, das habe ich ihm ja gesagt. Wie gesagt. Entschuldigung, was haben Sie gerade gesagt? Nein, 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 Sie hätten mit dieser Legierung anfangen müssen. Ja, ja, aha, ja, gut, großartig. Ja, das war's dann wohl. Yeah.